Hallo, hallo, hallo und willkommen zurück zu Minecraft und dem Vizebeast Modpack in dem Vizebeast Beyond War Projekt. Ja, es tut mir leid, dass in letzter Zeit gar keine Folge erschienen ist, aber wenn ihr mein Update-Video auf meinem Hauptkanal gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich zurzeit beruflich ein bisschen eng eingespannt bin und deswegen eigentlich gar keine Zeit habe, nicht mal zum Zocken selbst. Also, ich hoffe, ihr könnt das verstehen, dass da in letzter Zeit nichts gekommen ist. Ja, und nun werden wir endlich mal wieder was machen. Und zwar, der Plan für diese und die nächsten Folgen wird sein, meine Solarzellenproduktion, die hier ist, in diesen zwei Bildersblocks, ja, woanders aufzustellen und ein bisschen besser umzubauen. Und zwar soll das nachher an dem neuen Ort nicht so extrem sein wie hier, wie meine automatische Schienenproduktion, aber es soll so aufgeteilt werden. Denn das Problem, das ich im Moment bei meiner Solarzellenproduktion hier habe, ist, dass einige Rezepte, die hier drin sind, dieselben Materialien brauchen und sich dann gegenseitig die Materialien klauen und das ist leicht nervig. Und hier ist zum Beispiel der Fall, dass einige Rezepte hier gecraftete Sachen von dem hier brauchen und die allerdings aber auch hier gebraucht werden, sodass ich ja eine Tonne von Autocraftern bauen werde und wir dann alles nach und nach ausfummeln werden, wie wir das am besten bauen. Und zwar werde ich das diesmal ausführlich in einem Video machen, weil hier bei der automatischen Schienenproduktion habt ihr nicht sehen können, wie ich das gebaut habe oder wie lange ich dafür gebraucht habe, das alles auszufummeln, sondern ihr habt nur das Endergebnis gesehen, wie das Ganze dann nachher aussieht. Und ich hatte das kurz erklärt. Diesmal habe ich mir aber gedacht, Mensch, das ist vielleicht auch mal interessant, alles mal Schritt für Schritt ja, dabei zu sein. Und deswegen werden wir das ja, mit dem Umbauen meiner Solarzellenfabrik. Ich nenne es mal Fabrik. ja, also der Umzug der Solarzellenfabrik ist so das Ziel der nächsten Stunden oder Folgen. Ich hoffe nicht, dass es mehrere Stunden dauern wird, aber oh, eine Sekunde. Das war gerade ein bisschen laut auf meinen Kopfhörern, deswegen muss ich die Background Music Musik ein bisschen leiser machen. So, und jetzt werden wir erstmal den Ort aufsuchen, an dem wir das Ganze denn machen werden. Und zwar hatte ich mir gedacht, dass wir meine Solarzellenfabrik treffenderweise so hoch wie möglich bauen, damit die Solarzellen am höchsten Punkt überhaupt sind oder am möglichst höchsten Punkt erscheinen. Da dieses Modpack auch andere Solarzellen hat, welche mehr Energie produzieren, je höher sie angebracht sind. Allerdings werden wir diese nicht bauen, aber falls ich mal Lust habe, diese zu bauen, habe ich mir gedacht, werde ich die mal vorsichtshalber, werde ich vorsichtshalber den Ort auswählen. Und zwar werden wir ganz nach oben zum Turm gehen und das dann so abschätzen, wo wir denn da unser Lager hinbauen. Hier ist übrigens noch ein anderes Projekt für ein weiteres Modpack. Das soll mal ein Baum werden. Ein etwas größerer Baum. Ja. Aber da habe ich im Moment noch nicht so wirklich viel Zeit und Lust zu gehabt, das weiterzumachen. Und zwar wird das der Ort sein, wo wir das Roots Modpack, oder nicht Modpack, den Roots Mod ausführen werden. Ist das so die richtige Formulierung dafür? Ist auch egal. Also das wird der Ort sein, wo wir die ganzen Roots-Sachen machen werden. Roots ist übrigens ein Magie-Mod.
Und ja, lass mich mal kurz hier noch meine Holzfarm wieder reparieren. So. Oh, was ist hier los? Wieso haben wir keine Energie? Wieso haben wir hier keine Energie? Oh. Das ist natürlich scheiße. Oh, fuck. Moment, ich muss das hier mal kurz rectifyen. Haben wir Strömlingskabel hier? Ah, fuck, keine Stromkabel. Oh, excuse me. Ich wollte da nicht böse Wörter benutzen. Da muss man heutzutage aufpassen, da ja heutzutage jeder von jedem bisschen getriggert wird. Fucking Idiots. Okay. Das. Okay, wunderbar. Da funktioniert unsere Holzfarm auch wieder. So, okay. Ach, ich bin ja ein Depp. Ich habe ganz vergessen, dass ich die Leiter entfernt habe. Wir kommen jetzt in meinen Turm im Moment nur über einen Teleport rein. Praise the Sun. Ja, so. Okay. Wir sind jetzt. Wir können ja mal die Höhe angucken, auf welcher Höhe wir sind. Falls ihr euch erinnern könnt, wir haben von unten da so ein komisches Objekt gesehen. Das ist auf der anderen Seite. Und wir sind jetzt auf ungefähr, war das die Hälfte vom Turm? Ich glaube, das war ungefähr so die Hälfte. Und wie ihr sehen könnt, ja, sind hier ein paar Brücken rüber zum Baum, was dann nachher der Eingang zum Roots Mod wird. Das sind übrigens Hängebrücken aus dem DecoCraft Mod. Können wir uns ja mal angucken. Sind recht lustig. Ist zwar eine kleine Fummelei, die am Anfang hier so hinzubauen, aber es schaut super aus, muss ich sagen. Was nur schade ist, dass ich hier keine Fackeln drauf bauen kann. Ja, also so sieht das Ganze dann aus. Es ist super. Also ist, wenn man so ein bisschen Stimmung irgendwo reinbringen will, so abenteuerlich, ist das schon ziemlich cool. Aber das ist ja jetzt nicht das Ziel dieser Folge. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir sind schon 7 Minuten in der Folge und ich habe noch nichts gemacht von dem, was ich eigentlich machen wollte. Okay, also. Oh, und ich habe vergessen, meinen Teleporter mitzunehmen. Das ist natürlich ein Problem. Ja, also müssen wir uns gleich nochmal zum Spawn und vom Spawn zurück teleportieren. So, was brauchen wir? Wir brauchen Chisels. Und wir können ja schon mal diese gechiselten Steine hier mitnehmen. Leitern wären vielleicht auch nicht schlecht. Haben wir hier noch irgendwie was? Nein? Okay. So, wie machen wir das denn jetzt am dümmsten? Als erstes werden wir erstmal hier hochkraxeln. Düdü. Und in die Etage oben drüber gehen, die auch schon für quasi ein Platzhalter für einen anderen Mod ist, den wir auch an irgendeinem Zeitpunkt mal machen wollen. Oh, falsche Richtung. Wir müssen hier lang. Und zwar werden wir hier in diesem Bereich den Mod Draconic Evolution werden wir hier ausprobieren. Und dafür werden wir dann hier dieses tolle Tablet lesen. Und ja, dort dann quasi die Sachen bauen, die auf dem Tablet stehen. Aber das ist etwas, was wir zu einem anderen Zeitpunkt machen werden. Jetzt lasst mich nur mal kurz gucken. Wir sind Y207. Das Höhenbaulimit war bei 255. Das heißt, wartet mal, wenn wir hier sind. Hier sind wir bei 18, 19, 20. Ja, dann werden wir. Oh. Ich denke mal, das sollte reichen. Wenn wir denn. Moment, Leiter. Und schon mal ein paar Blöcke hier. So, was hatte ich gesagt? 19, 20? Schauen wir mal, ob das stimmt mit 20 da. Okay, wir sind hier auf 20. Okay, würde ich sagen, machen wir so das Ganze. Dann müssen wir noch ein anderes Werkzeug rausnehmen, und zwar mein Unbreakable Wand. So. Und jetzt kommt an unser Ender Pouch zum
können wir ihn endlich mal benutzen. Das wollte ich sagen. Und nun werden wir erstmal so eine kleine Decke bauen. Und ich habe da gerade noch wieder ein Problem nicht beachtet. Oder etwas, was ich eigentlich machen wollte auf diesem Level. Und zwar, normalerweise mache ich das nicht, weil es ist nicht notwendig. Aber da wir sehr viel mit Stromkabeln und Itemkabeln rumhantieren werden, werde ich diesmal den Boden 3 Block hoch machen, beziehungsweise Boden, Leerraum und dann noch einen Boden drüber. Und zwar damit wir Kabel unterm Boden verlegen können, ohne dass wir denn da Halbslabs drüber packen müssen, was dann ziemlich scheiße aussieht. So, okay. Shizzle, shizzle my nizzle. Oh shit, das war falsch. Wir wollten den da oben haben. Das ist übrigens der Block, aus dem auch der ganze Turm besteht. Chisel Arrayed Bricks. Yes indeed. Oh, und da geht der erste Chisel kaputt. Naja, ihr glaubt gar nicht, wie viel Chisels ich für diesen ganzen Turm gebraucht habe. Unglaublich viel. Unglaublich viel. Und wer den Turm sieht und denkt, der Turm ist komplett hohl, das ist nicht der Fall. Und zwar die Etage, wo wir uns hin teleportiert hatten, bis da und dann bis runter zum Fundament des Turms, ist alles komplett gefüllt. Das trifft auch auf die Wände, die außenrum laufen, auch zu. Also die sind auch gefüllt. Ich glaube mit 3 bis 8 Block breit ist das ausgefüllt. Also ja, das hat alles ziemlich lange gedauert, erstmal das Material zu farmen und die dann auch noch alle zu platzieren. Und ja, die Hälfte vom Turm habe ich ohne diesen Builder-Swand gebaut. Also alles von Hand gesetzt. Und ich kann euch sagen, das hat ewig gedauert. Ewig. Aber jetzt, dank dem Builders-Block, konnte ich das Ganze ein bisschen beschleunigen. Wobei es da auch mitunter zu Problemen gab, da der Builders-Block sehr gerne mal Wände ignoriert. Und dann auf der anderen Seite dieser Wand zum Beispiel Sachen gebaut hätte. Aber das haben wir ja gekonnt vermieden. Was ich damit meine, ich werde das gleich mal kurz demonstrieren. Also was ich gerade gesagt habe, sagen wir mal, wir machen jetzt mal hier so 3x3. Oh, das ist nicht 3x3 geworden, oder? Nee. Okay. Wenn ich jetzt nur das hier innen drinnen füllen würde, jetzt aber den Builder-Swan benutzt, seht ihr ja, dass im äußeren Bereich auch diese weißen Gitter hinkommen. Das heißt, wenn ich jetzt Rechtsklick machen würde, würde das hier innen drin füllen und alles drumrum. Ja, und das ist ein bisschen nervig mit dem Builder's Wand, aber ja, muss man halt ein bisschen vorsichtiger sein. Aber das ist kein Problem. Man kann sich da herausfummeln, indem man, wenn man jetzt hier, sagen wir mal, das ein bisschen höher baut, dann kann man hier diesen hier machen und dann baut man das einfach so vertikal. Ja, da baut man das halt vertikal hoch. Das geht natürlich auch. Ja. So, das wird dann nachher die Höhe sein. Und in diesem Level werden wir dann. Oh, jeez, das ist schon wieder laggy. Und in diesem Level werden wir dann später die Kabel, die im Untergrund sind, verlegen. Damit wir so die Kabel ein bisschen verstecken können. Deswegen werde ich die beiden da schon mal stehen lassen. Aber erstmal müssen wir noch den anderen Bereich hier schön mit den Arrayed Cobblestones ausfüllen. So. Hoffentlich reicht das noch. Wenn nicht, müssen wir noch ein bisschen schisseln. Genug Cobblestone habe ich ja. Hier noch Cobblestone habe ich ja. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den ganzen Cobblestone gefarmt habe. Ich glaube, ich habe im Moment um die 92.000 Cobblestone Stacks. Also. Oh fuck, ich habe ganz vergessen, was mitzubringen. Wir haben gar keine Torches. Oh shit. Oh shit, oh shit. Schnell zum Bett. Schnell zum Bett. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ich habe ganz vergessen,
Fackeln mitzunehmen. Oh, jeez. Das könnte ein Problemchen werden da oben. Komm an, lass mich runter. So. Okay, dann werden wir fix ins Bett und ich hoffe, dass ich irgendwo hier oben auch noch Fackeln habe, weil sonst müssen wir zurück. Was natürlich recht nervig wäre. Also wir hätten hier... Oh, ich könnte auch Glowstone nehmen. Notfalls, falls ich keine Fackeln hier habe. Okay, und ich habe keine Fackeln da. Dann werden wir das mal mit Glowstone machen. Ist zwar ein bisschen verschwendet und wird später dann auch wieder weggemacht, weil... Obwohl, mit dem Doppelboden können wir die ja sogar im Boden versenken. Ja, ist vielleicht doch keine so schlechte Idee. So. Ah, diesmal gehen wir in die richtige Richtung. Aber ich sehe schon, wir haben da oben einen Mob gespawnt. Fuck. Auf der Minimap ist das ersichtlich. Ah, Scheiß. Sunsheet! Hello, Mr. Creeper! I heard you like some clay, broadswords or clay cleaver. Oh, da war's. Da war ein Zombie. Oh man, ich hab. gerade wieder ein bisschen mit Englisch versucht rumzulallen. Das war nicht meine Absicht. Okay, 22 sollten passen. Okay. Fürs Erste, wir müssen ja gleich noch einen zweiten Layer ziehen. Aber lasst mich das erstmal hier so machen. Zack. Ah, hat das echt nicht gereicht? Und so. 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 Damit hätten wir das geschafft. Und dann können wir jetzt hier den zweiten Layer ziehen. So. Oh ne. Wir müssen das wieder chiseln. Chisel my nizzle. Aber bevor wir das machen, lassen wir erstmal wieder ein bisschen Cobblestone in die Tasche ziehen. Dafür ist der Ender Pouch saugeil und ein Ender Chest. Saugeil. Zack. Und lasst uns mal den letzten Chisel auch gleich noch demolieren, indem wir da noch mehr von denen machen. Die brauche ich ja eh immer, wenn ich da im Turm noch wieder was dann rumfummeln will, denn ist das nicht so schlimm, wenn ich jetzt ein bisschen zu viel mache. Oh, schon wieder den falschen gebaut. Ah, fucking hell. Well. Da habe ich ein bisschen was versaut, aber ist nicht weiter schlimm. Muss ich jetzt halt mit leben. So. Muss ich halt mit leben. Okay, bam. Bam. Bam, 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 bam. So, jetzt müssen wir hier rechtzeitig noch eine Leiter anmontieren. Sonst bauen wir uns hier ein und das wäre nicht so dufte. So, dann können das wieder zurück. Leiter weg. So. Oh, ich befürchte fast, dass die Chisels nicht reichen werden. Gechiselten Steine nicht reichen werden. Und ich habe keine Chisel im Moment. Jetzt, das ist nicht gut. Das ist a little bit annoying. Und das war's. Fuck! Okay, dann müssen wir eh zurück zum Spawn, weil ich meinen Teleporter nicht mitgebracht habe und ich jetzt noch keinen Weg runter von meinem Turm habe. Müssen wir uns mal kurz per Teleporter zu meinem ETF-Room teleportieren. Dial once. Hello. Okay. Gut. Und dann sind wir auch schon knapp bei 20 Minuten. Da könnten wir eigentlich schon mal wieder einen Break machen. Ja, okay. Würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle erstmal Feierabend und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye!